Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kann das was mit mir, dem Basti? Guten Tag. Ja, und zwar spielen wir heute Trove. Trove werdet ihr aber auch in Zukunft öfter sehen, da Robin und ich uns dazu entschlossen haben, ein Let's Play daraus zu machen. Heißt, seht es quasi als kleinen Trailer, Teaser, der auf euch zukommt. Ich dachte schon, es ruckelt, ich habe gerade schon Angst gekriegt. Wer Trove nicht kennen. Trove ist so etwas in der Art, also zumindest kommt es uns so vor wie Cube World. Und dort kann man halt in verschiedene Welten reisen, Monster plätten, Burgen einnehmen, große Burgen einnehmen, bekommt auch dementsprechend Loot hier im Inventar. Habe ich jetzt mal gerade alles leer gemacht. Auf V, also das ist jetzt hier nicht unser Let's Play Charakter. Den Let's Play-Charakter seht ihr dann im Let's Play, wie eigentlich schon klar ist. Was kann man hier machen? Man kann hier sein Grundstück errichten, man kann Sachen erforschen, man kann Welten bereisen. Die Welten sind, glaube ich, random generiert und unendlich groß, so wie ich das jetzt verstanden habe mittlerweile. Ja. Man kann sich natürlich seinen Charakter verändern. Gibt verschiedene Pets. Ich zum Beispiel habe einen Esel. Jetzt zum Anfang kriegt man einen Esel. Ein Auto, was irgendwie aussieht wie eine Minenlore. Und ein Boot, was aber nicht geht. Achso, hier ist nochmal der Charakterbogen. Das ist mein privater Charakter, weil ich privat auch nochmal angefangen habe zu spielen ein bisschen. Hier kann man sich verschiedene Kostüme halt anziehen, wie der Charakter aussieht. Also das Kostüm ist halt die Rüstung. Die Rüstung kann man nicht verändern. Was aber Rüstung bringt, ist hier Hut, Waffe, Maske, Gefährte anscheinend auch. Banner und Ring. Also es gibt auch hier verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel normale Sachen, epische Sachen, legendäre Sachen und Relikte, glaube ich. Oh, Buch, ich jetzt verstanden habe. Die kann man natürlich auch aufleveln. Das zeige ich euch jetzt am besten mal direkt. Action, junge Dame. Auf zum Atem. So, hier sind auch die, wie ihr seht, die verschiedenen Portale. Also, es gibt einige. Weiter oben, es gibt verschiedene Etagen, wie ihr seht. Also es geht hoch bis ins Unermessliche. Bis, glaube ich, 10.000 von diesen Machträngen, die ihr oben links seht. Neben Ritter und Beherrschung. Mit Beherrschung ist ganz cool. Da kann man sich, da kriegst du immer Belohnung für. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist, wäre es natürlich viel besser. Nee, Forderung nicht. Gut. Shop? Auch nicht. Gut. Scheiße, wo war das denn jetzt nochmal? Ach ja, ich hab's doch gestern gefunden. Da war ich doch ganz stolz drauf. Nee. Warte, war das hier? Auch nicht. Aber hier, so. Da kriegst du dann ab Machtrang 10 zum Beispiel, habe ich diesen Kubus gekriegt, diesen Begleiter. Ab 11 würde ich diese nochmal 500 Kubis bekommen. Ab 13 halt so und so, Laser Money. Fertigkeitentempo, oh, das ist auch cool. Schattendom, ja. Da bekommt man halt so kleine Sachen für, weil du als quasi Belohnung dadurch hier den Machtrang erhöht hast. Kann ich leider mit der Maus nicht drauf gehen. Auf jeden Fall seht ihr das oben links beides. Ganz oben ist in grün ist halt der Level von meinem Ritter. Und hier für diese Kubis quasi, die ihr gerade gesehen habt, kann man sich Dinge kaufen. Das ist hier für echt Geld. Auf jeden Fall. Ach, hier, guck mal, hier sehen wir auch direkt. 5 Euro für 750 Credits. So. Verschiedene Booster. Chaos Truhen. Aber hier, das ist wichtig, was ich habe. Das ist hier quasi, hier sind so Reittiere. Die sind ganz cool, finde ich. So, weil so auf so einem Drachen rumzureiten, finde ich ganz cool. Die kann man sich hier so 5 Drachenmünzen kaufen für 7,50. Könnte ich jetzt schon rein, theoretisch. Aber das Drachenei kostet 10.000. Heißt, ich spare auch noch erstmal auf ein bisschen sowas. Legendärer Foliant-Drachenmünze. Oh. Cool. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden hier. Hier gibt es so kleine Missionen, dafür kannst du halt immer so Flachs kaufen. Flachs ist hier die Währung.
Und steht hier, ist ein kostenloses Paket für dich im Shop. Unter der Rubrik Pakete. Pakete gibt es hier aber nicht. Naja, ist ja egal. So. Also, wir gehen jetzt am besten mal. Was sind wir? Level 6? 4 bis 5? 6 bis 7. Dann gehen wir doch mal direkt rein. Also, ihr seht hier da unten: empfohlene Klassenlevel wird angezeigt und der erforderte Machtrang, damit man da reingehen kann. Ich habe jetzt 192. Heißt, 160 könnte ich auch noch gehen, aber das ist noch gesperrt, wenn man dafür 250 braucht. 8 bis 9 ist, glaube ich, noch ein bisschen zu heftig für uns. So, und in der Welt. Wenn man jetzt da ist, kann man, gibt es hier überall so Plattformen quasi in Grau. Warte mal. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ihr hört ja gar nicht so Spiel. So, jetzt habt ihr auch Sound, ey. Das tut mir voll leid. So, hier ist zum Beispiel so eine Burg, aber die ist jetzt erstmal egal. Ich wollte euch diese. Wollte euch jetzt mal so eine komische Plattform zeigen. Wenn ich eine finden würde. Was ich hoffentlich auch bald tue. Oh, das ist eine große Festung. Okay, alles klar. Wisst ihr was? Ich vergesse es. Wir gehen erstmal auf die große Festung hier zu. Und ihr seht, momentan noch nichts da. Also wenn ich mit so einer Burg hier quasi durchgegangen gekommen bin, dann ist die clear. Also dann kriegt die. Ist logisch, dass sie dann clear ist, aber die bekommt dann so ein rotes Kreuz über dem Dach. Und sieht man auch auf der Map, dass man sieht, dass die Dungeon schon geräumt ist. So, wir schauen jetzt erstmal, was man so. So, hi. Bam, 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 bam. Action. Das erinnert mich echt schon stark an Cupid. Auch schon allein schon mit den Hau drauf Sounds. Dieses dumpfe. Einfach nur dieses. Als würdest du. Kann man gar nicht beschreiben, wie sich das anhört. So. Bam, 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 bam. Zack. Über dieses Portal kam man halt in die, glaube ich, Boss-Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ist verkehrt. Bam, bam, bam. Oh, der hat was gedroppt. Tödlicher Traum. Eine Maske. Oh, eine lila Maske habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Warte. Nee. Doch. Alles schon 5 Sterne aufgewertet. Tödlicher Traum, wie sieht ihn aus? Oh, cool. Ich muss sagen, die würde ich erstmal noch aufleveln. Da kann ich euch dann auch gleich zeigen. Wie viel Kohle habe ich? 12, okay, das wird nicht reichen. So, einmal dies. Ja, bleib mal ruhig. So, da ist der Boss. Zack. Alter, what the fuck? Bist du denn? Okay, Boss ist tot. Easy. Easy, ja, noch ist alles ein bisschen einfacher. Da kann man auch gut alleine durchrennen. Aber so ab Level 10, wenn ihr da schon. Bisschen übermotiviert reinrennst, kriegst du doch schon ein, zwei Problems. Ja gut, ich habe jetzt halt alle meine Sachen schon auf Maximum aufgelevelt. Leider so 5 Sterne, das kann man halt mit Knete auch machen, also mit Geld. Was ist das denn schon? Ne, das war es noch gar nicht. Das war der erste Kampf. Dann kommt der Knochenjäger, genau, und dann der Champion der Verdammnis. Man steht hier rechts, alles, ich bin auch blöd. So, du bist weg. Hast du gedroppt?
Man kann doppelspringen, mit Shift kann man sich so in die Deckung schmeißen, das ist ganz cool. Da hat jeder Charakter auch eine andere Animation. Also mein Let's Play Charakter, der springt einfach nur so, der portet sich einfach nur nach vorne, der macht irgendwie den Hechtsprung vor dem Herrn. Die. Ei. Auf ins Gesicht! Oh. Ja, ist ja gut, du musst ja nicht durchgängig drücken. Ha! Ausgetrickst, ja. So, das ist der zweite Gegner. Bam, Massensterben ist angesagt, meine Damen und Herren. Und auf geht's ins Gefecht. Hause weg! Easy. So, das war Boss Nummer 2. Und jetzt geht es... Aua. Auf zum Champion der Arena. Des Schlosses. Ist das der schon hier? Nee, oder? Oh. Hat auch halt verschiedene Fähigkeiten auf 1 und 2. Alter Jungs. Na, das war echt schon der Champion. Wie easy war das denn? Nicht. So, und in diesen Truhen, also in den kleinen Festungen, kriegt man diese grünen Truhen. Und hier sind halt diese großen roten. Das finde ich, also die droppen auf jeden Fall schon ganz schön geilen Shit. Zum Beispiel so Relikt oder so ein Spaß, aber der hat leider nur episches Zeug dabei. Und legendären Stuff. So, was gibt's denn hier zum... Also, ach so, genau, jetzt suchen wir uns erstmal so eine Plattform hier, da kann ich nicht hingehen. Und das erinnert mich auf jeden Fall noch sehr stark an Cube World, wenn man so überlegt, wie man damals hier durch die Felder gegangen ist. Ich meine, gut, hier ist das Max-Level, glaube ich, 40, soweit ich gelesen habe. Bei Cube World war es irgendwie 400.000, hast du nicht gesehen? Weil sich die Entwickler einfach nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt haben irgendwann, das war auch schade. Hätte sich auf jeden Fall gelohnt, hätte man einiges draus machen können. So, ich würde gerne wieder hier hoch. Irgendwo. Schneller, Egon. Peng Peng? Ja, Peng Peng. Ich sag wo? In den Po, hallo? Peng Peng? Ja, Peng Peng. So, in dein Gesicht. Ich hab voll Spaß an dem Spiel. Es ist zwar echt nur stumpfes durch die Gegend rennen und ab und zu ein bisschen Leute kloppen, ne? Aber ich weiß nicht. Ich finde das auch ganz knuffig hier, wie das alles aussieht. Und noch mit der Musikuntermalung. Ah, seht ihr da zum Beispiel, die Festung wurde schon geräumt. Da seht ihr jetzt auch am X. Ihr seht hier auch die anderen Spieler, die gerade mit in der Instanz sind. Müsste trotzdem gerne. Wo es hier was gibt. Wo ich euch zeigen könnte. Was man so tolles seiner Wohnung machen kann. Nee, du willst nicht? Okay. Achso, die ist schon geklärt. Schade. Weil manche Burgen sind halt auch wieder oben. Halt, ne, das ist auch ganz cool gemacht. Da hast du kleine Jumping-Puzzles. Da hüpfst du dann von Plattform zu Plattform, um dahin zu kommen. Das ist auch ganz cool. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wo bin ich jetzt hier? Am Arsch der Welt. Heiliges Hochland. Ah, ich habe gerade das Gebiet gewechselt.
Gibt's doch gar nicht. Wisst ihr was? Wir porten uns einfach wieder zurück. I'm looking for a club. Achso, und die Community manchmal, die kannst du echt in eine Pfeife rauchen. Also das ist nicht so das Wahre. Die, wenn du deine Frage, also die sind zwar alle nett und so, aber wenn du deine Frage stellst, da kriegst du einfach nur dämliche Antworten. Das kannst du knicken. Ah, hier sind sie doch, boah. Das Tolle ist halt, egal in welcher Instanz, da haben Robin und ich ewig für gebraucht, ne? Egal in welcher Instanz du bist, du musst nie zu deinem Haus zurück. Du kannst auf jeder Ebene, wo du gerade bist, einfach dein Haus neu spawnen lassen. Das finde ich mega cool. Und ihr seht unten rechts auf Q, kann ich Heiltränke benutzen. Das finde ich auch ganz interessant gemacht. Das hat mich so ein bisschen an Dark Souls erinnert. Ich weiß, das hat kein bisschen Ähnlichkeit damit. Aber es ist quasi, fungiert jetzt als so eine Art Bonfire. Also Leuchtfeuer. Wenn ich dann hier drauf drücke, dann füllt der unten die Heiltränke wieder auf. Das ist also unbegrenzt machbar. So, am Anfang haben wir halt nur hier so einen Arbeitstisch drin stehen. Hier können wir da gucken, okay, was bauen wir? Beutekollektor, Schmiede, Arbeitstisch des Juweliers. Wenn der von Grundstein. Was ist denn? Chaos-Kernfertiger. Persönliche Truhe. Natürlich, klar, um Sachen abzulagern. Einen Arbeitstisch des Abenteurers. Moment. Arbeitstisch des Novizen. Arbeitstisch des Abenteurers kann ja mehr. Cool. So, und dann hat hier noch die Arbeitstisch des Baumeisters. Okay, die können auch wahrscheinlich verschiedene Sachen machen, damit müssen wir uns auch nochmal genauer befassen. Aber egal, das Let's Play, das geht ja lange. Ich habe auf YouTube auf jeden Fall einen gesehen, der hat auch 469 Folgen. Heißt nicht, dass wir so viele machen werden, aber es bietet auf jeden Fall anscheinend genug das Spiel, dass man so viel machen kann. So, auf E kann man jetzt, das ist der Beutekollektor. Hier kann man Dinge verkaufen. Man kann hier auch Sachen, die man nicht verkaufen will. Warte mal, ich verkaufe jetzt mal. So, kann man mit so einem Schloss versehen und dann, wenn man dann auf alles einsammeln klickt, bleibt die Sache halt im Inventar, der Rest wird vertickt. Wenn ich jetzt drauf drücke. Ah, kannst du rückgängig machen, okay, cool. Interessant. Ah. Will nichts zurückkaufen. Alles verticken. So, das war die Devise eigentlich, die jetzt vorhatte. Habe ich vergessen zu lesen. So. Sammelherausforderung. Sammeln Münzen und verdiene die Belohnung. Nimm an dieser Herausforderung teil. 5 Drachenmünzen? Okay. Geil. Alles klar, machen wir auf jeden Fall. Aber, ich muss sagen, liebe Freunde, nicht mehr in dieser Folge von Können das was. Ihr habt jetzt gesehen, wie es. Achso, genau. Die Schmiede habe ich ganz vergessen, ich Idiot. So, haben wir hier unsere, zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Waffe haben, kann man die. Bis jetzt braucht man dafür noch keine Materialien. Ja, bis jetzt. Warum kann ich nicht in die Schmiede gehen? Die sind schon auf Max. Okay, schade. Das hätte ich jetzt die Schmiede gezeigt. Ich kann dann nämlich da reindrücken mit Rechtsklick und dann steht hier so und so viel Flachs brauchen wir, um die Waffe zu verbessern. Drücken einfach auf Aufwerten. Wir brauchen dafür bis jetzt noch keine Materialien. So, aber da, ich muss sagen, das war es eigentlich grundsätzlich mit dem Spiel. Hier auf dem Grundstück hier kann man halt sein Gebäude bauen. Da haben einige Leute auch schon ziemlich coole Sachen mitgebastelt. Da haben wir uns aber auch noch nicht näher mit befasst, weil wir denken, ja, kommen im Let's Play noch eh früh genug dran. Erstmal ein bisschen erkunden und Abenteuer bestreiten. Ja, und ich muss sagen, das war's für die heutige Folge von Kann das was? Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich packe das Spiel auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Also uns macht es bisher sehr viel Spaß.
Mal schauen, wie viel noch im Let's Play davon kommt. Also, wir haben bisher 6 Folgen aufgenommen. Ich denke mal schon, dass da noch einige Folgen kommen werden. Allein schon, weil wir durch alle Instanzen durch wollen. Und da gibt es noch PvP-Kämpfe und noch irgendwelche Boss-Dinger. Wird auf jeden Fall witzig. Naja, ich hoffe, ihr seid dabei und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.